Oder beziehungsweise hallo Sportsfreunde, wie man damals sagte, ne? Ja, Kifoga hier. 3 Jahre nach dem letzten Video circa, was auf YouTube hochgeladen wurde, geht's weiter mit einem neuen Kanal. Und zwar Kifoga auf Reisen. Ja, und wir starten am Anfang direkt hier am Eifelsteig. Wir starten in Kornelimünster und gehen jetzt nicht die kompletten 313 Kilometer. Also nein, erstmal nicht. Wir gehen heute die ersten, also insgesamt die ersten 6 Etappen ab heute. Und bis Samstag dann 6 Etappen. Wetter soll gut werden. 15 bis 18 Grad, bewölkt. Mal trocken, mal ein bisschen windig, mal ein bisschen Regen. Eigentlich perfekte Bedingungen. So, nachdem wir direkt das Symbol des Eifelsteigs verlassen haben, begaben wir uns in die Ortsmitte von Kornelimünster. Kornelimünster ist bekannt für seine Sehenswürdigkeiten wie die Abtei, eine altertümliche Fußgängerzone, wo jährlich ein historischer Jahrmarkt stattfindet. Des Weiteren gab es allerdings auch 2021 die Flut in Kornelimünster, wo wir hier ein Schild gefunden haben. Wir sehen an einem Baum jetzt das endgültige Ziel, Trier. Links sehen wir jetzt auch eine vierbeinige Freunde von uns, und zwar Pferde. Kurz hinter den Pferden begegnet uns in voller Gänze das Falkenbach-Viadukt. Ja, schon beeindruckend, ne? Irgendwann mit kleinem Rastplatz. So. Die andere Brücke ist immer noch nicht gemacht worden. Wir hatten auch eben ein Hinweisschild gehabt, dass es Rückenschäden gibt. So, wir haben es geschafft. Zur nächsten Sehenswürdigkeit sogar schon. Und keine 100 Meter später ist nämlich diese Sehenswürdigkeit schon mal der Anfang davon. Und zwar die Kalköfen. Die Region hier rund um Kornelimünster bzw. Aachen, südlich von Aachen, ist wegen des Kalkofens bekannt. So sieht das Ding aus von innen. Von innen, wie das abläuft, ich lese das jetzt nicht alles vor. Aber interessant, wie lange die noch in Betrieb waren. Und wenn man hier sieht, das Ding sieht so aus. Man kann nicht reingehen natürlich, aber ich glaube, man kann trotzdem den Eindruck einigermaßen erhalten. So, nachdem wir eben den ersten Kalkofen haben, haben wir jetzt hier die Kalksteinbrüche. Ich glaube, man erkennt das ganz gut. Und natürlich keine 20 Meter weiter sind die Kalköfen von oben zu betrachten. Also wirklich vom Steinbruch. Dieses sprichwörtliche Sprichwort. Wow. Sprichwörtlich, nicht wirklich. Ein Steinwurf entfernt. Man kann natürlich nicht komplett rein, aber was man kann, ist zumindest ein bisschen zu begehen und sich das Ding mal oder die Dinger von oben anzuschauen. Und hier runter sieht man den gesamten Kalkstein. Ofen, wo leider jetzt vollgemüllt wird, ne? Bleibt leider nicht aus. Ich kann jetzt nicht darunter springen, weil ich mir sonst alle Gräten brechen würde und dann wird die Tour schneller vorbei, als mir lieb ist. Deshalb hoffe ich, dass ich keine Windböe so stark erwische, oder dass mich eine Windböe so stark erwische, dass ich das Ding hier fallen lasse, den Camcorder. Und man sieht aber, da bei dem Stein da vorne, kann ich da mit dem Finger ungefähr darauf zeigen, da ist die Öffnung. Und dann wird es rundherum gestapelt und dann gebrannt. Und faszinierend, wie hoch so ein kleiner, in Anführungszeichen, Bockofen sein kann. Das ist ein bisschen anders als diese 200 Grad, die man nur abends nimmt, um sich ein Fischfilet zu machen oder eine Tiefkühlpizza. So, wir sind an der Brücke angelangt. Yay! Wir haben sie fast übersehen durch diesen Meilenstein. Ja. Aber wir sind da. Vor ein paar Monaten bin ich mit Jens da hinten, sieht man es vielleicht,
drehe mal gerade wieder das Visier um. Über diesen Baumstamm darüber. Der liegt immer noch da. So, circa 500 Meter vor dieser Brücke wurden wir plötzlich überholt. Von einem, der wohl auch aus der Otto und Sebo Community kommt. Und dieser will den Eiffelturm in 8 Tagen schaffen. Warum ich diesen Menschen speziell erwähne, seht ihr gleich. So, wir nähern uns der ersten zweistelligen Zahl, Kilometern her. Und der Struffelte Heide. Ja. Struffelte Heide ist quasi Lüneburger Heide. Nur ganz klein. Und aber auch eine Moorlandschaft. Wieder endlich wieder das hohe Fenn. Und weil das hier mit einem der höchsten Punkte dieser Etappe ist, sammelt sich hier die Wolken, oder hier sammeln sich die Wolken, regnet sich hier aus. Deshalb auch eben so eine Moorlandschaft so voll. Und dadurch regnet sich es hier aus. Und bei mir in der Region kommt dann manchmal gar nichts mehr runter. Also wenn, dann kommt es auch richtig runter, weil es halt solche Massen sind. Aber sonst ist es hier relativ schon ausklingend da, der Regen startend. Hier ging es hoch bzw. runter. Also da brauchst du definitiv Trittsicherheit. Für die Leute, die nicht trittsicher sind, nein. Nun, wir befinden uns jetzt auf den letzten Metern der ersten offiziellen Etappe des Eifelsteiges mit dem Ziel Rötchen. Rötchen wird inoffiziell offiziell das Tor zur Eifel genannt, zumindest wenn man aus Norden kommt oder aus sich nördlicher Richtung befindet und gen Süden sich den Weg in Richtung der Haupteifel nähert. Wobei man sagen kann, dass wir uns hier allerdings erstmal auf Schotterweg befinden und anschließend wieder uns auf dem Fennbahnweg befinden. Des Weiteren kann man sagen, dass es allerdings nicht nur in Kolinemünster zu einer Naturkatastrophe kam, sondern auch in Rötchen. 2019 verursachte ein Tornado der Stärke F3 laut Wikipedia einigen Sachschaden in Rötchen, wobei es sich zum Glück nur um Sachschaden belief und keine Menschen tödlich verletzt worden sind, sondern maximal verletzt worden sind. Außerdem wurde Rötchen 1944 laut New York Times am 12. September, also knapp eine Woche, nur 78 Jahre vor, von den Alliierten als erste Ortschaft Deutschlands oder des Deutschen Reiches befreit und wenig später war auch Aachen befreit worden. So, die ersten Früchte, die man so wahrnehmen kann, ich glaube, das sind Hagebutten. Ich bin noch neu in dem Gebiet, also seht es mir nach. Sie sehen aus wie Hagebutten und da unten, machen wir mal mit Zoom, ich gehe mal ganz in den Hockey. Ja, ganz kleine Himbis. Ich mag Himbis, aber ich werde die jetzt nicht essen, weil die sind relativ weit auf dem Boden und man weiß nicht, welche Tiere da, Wildtiere, sich erfreut haben und gegen zu pinkeln. Von daher gehen wir weiter. Gerade entdeckt an einer Schau, an einem Baum die kleinen Wanderer, dass die mal eine Pause machen und die Beine mal entspannen können, ein bisschen schaukeln. Ja, wer will, wer noch nicht. Der Grenzstein ist hier vorne. B für Belgien. D für Deutschland. Oder B für Belgique. Wir müssen jetzt hier. Ja, wir sind richtig, da ist dieser Bohlenweg. Wir haben das nämlich auch wieder so ein bisschen mit dem Bohlenweg gemacht. Und man sieht den zwar jetzt noch nicht so, weil ich jetzt nicht ranzoome. Warte, jetzt sieht man nicht. Hier ist jedenfalls Natur pur. Also so dicht im Wald, Sandmark habe ich eben selbst nicht, als wir in der
kurz von der Stufe der Heidebahn. Vielleicht schon, vielleicht aber auch nicht. Man weiß das schon. Ich habe jetzt die Bäume nämlich nicht gezählt. Ich glaube, der Kumpel hier, der andere aus der Otto und Sebo Community war hier. Weil ich lese jetzt hier Freund von Sebo, du SCH da. Du schaffst. Ach so, der schreibt Freund von Sebo, du schaffst das. Wenn man so von oben liest, sieht man's. Ich drehe mal gerade die Kappe richtig, weil ich bin immer so nicht jetzt durch so ein bisschen durch den Wind, ne? Ey, ich fasse das nicht. Weißt du, dann trifft man einen anderen Wanderer. Okay, alles gut. Unterhalten sich mit dem. Man sieht, dass er eine schöne Geschwindigkeit hat. Sagt, hey, man ist auf der ersten mehrtägigen Wanderung. Sagt, dass man so ein bisschen in der Autoszene unterwegs ist, dass man Otto und Sebo kennt. Also Otto weniger persönlich, aber Sebo jetzt durch zwei Treffen mal kennengelernt hat. Otto ja ein bisschen schwierig, weil der war ja noch Gott sei Dank bei dem Eintreffen. Aber, und dann triffst du unterwegs, weil ich einer von denen bin, die immer häufig nicht nach geradeaus schauen, also nach vorne weg, sondern nach unten schauen. Vielleicht auch noch irgendwie eine psychischen, ja jetzt bin ich wieder im Schatten, aber, und dann guckst du dann auf den Boden und dann siehst du plötzlich diese Nachricht. Freund von Sebo, du schaffst das. Hey, das ist doch WTF. Also positiv WTF. Also das ist schon geil. Das ist ein Motivationsschub, was entsprechend in dieser Community von Otto und Sebo der Fall ist. Vielen, vielen Dank dafür. Nochmal ich aus der Nachvertonung. Am Anfang der langen Strecke geradeaus, die sich auf 4 bis 5 Kilometer Länge beziffert, haben wir den Reinhardtshof. Sehr interessante Geschichte zu diesem Hof. Und mittendrin haben wir die Stehlinghütte, wo es westlich davon Ende Mai diesen Jahres im Hohenfelden gebrannt hat. Um es geht, dass es Brandstiftung war. Ob es stimmt, weiß man nicht. Also ich habe keine aktuelleren Daten gefunden, aber es gibt Vermutungen. Des Weiteren hat man am Ende dieser 4 bis 5 Kilometer langen geradeaus Bergaufstrecke den höchsten Punkt mit dem Stehling-Gipfel oder Stehling, je nachdem, wie man es ausspricht, ich weiß es nicht ganz genau, erreicht. Und unweit davon hat man die Kaiser-Karl-Bettstadt erreicht, wo man vermutet, dass Kaiser Karl dort genächtigt haben soll oder sein Nachtlager aufgeschlagen hat. Der Legenden nach. Wir sind jetzt an der Burg Monjau angekommen, die eine Jugendherberge beinhaltet, wo ich selbst schon mal besucht war, sagen wir mal. Und das ist der Eselsturm, wo wir jetzt durchgehen. Moment. Ich rede mal was leiser, weil im Hotelzimmer angekommen und die Fenster offen sind. Und ich weiß noch nicht, wie man die kippen kann. Also wenn man im Hintergrund irgendwelche Menschen hört, liegt das da anders. Und genau in der Fußgängerzone von Monjau ist. Was soll ich euch sagen? Ich bin fix und alle. Also, die letzten Stufen oder die letzten Meter mit Rucksack beschwer mich. Links zog das Knie wieder was nach, dass es was nachgeschmerzt hat. Im Gelenkbereich, ja, also Bänderbereich. Seht ihr euch das? Überschätzt euch nicht. Glück, dass ich jetzt, sagen wir mal, mehrere Wochen immer mal eine Trainingseinheit hatte, wie ich sie nenne. Jetzt habe ich mehr Gewicht dabei und es waren 30 Kilometer. Das ist ein Busch, fast gegenüber war vom Hotelzimmer, also sehr gut. Und von daher, vielen Dank. Entschuldigung. Wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst mögt einen Kommentar da. Wie gesagt, bleibt euch wohl, bleibt am Ball, bleibt gesund. Das ist immer noch mit am wichtigsten. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim zweiten Teil. Und ciao.